Wir müssen etwas besprechen, Leute. Es kommen immer mehr Abonnenten dazu und dementsprechend kommen auch immer mehr Fragen hinzu, die wir einfach hier einmal im Video abarbeiten und dann geht's wieder weiter mit dem Drecks-Content, Digga, wie gewohnt. Da ich nicht die hellste Kerze am Pimmel bin, habe ich mir hier ein paar Notizen gemacht. Und zwar habt ihr ein paar Fragen gestellt, Bro. So, erstes Thema, Musik, Copyright. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier stehe, Digga. Ich kann doch fahren. Ich weiß, dass ihr übertrieben viele Ideen reinschreibt. Leider kann man das nicht alles umsetzen. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Ganz einfach. Weil YouTube das nicht zulässt. Es gibt etwas, das nennt sich Copyright. Und wenn ein Lied Copyright hat, dann sperrt das YouTube direkt. Beispiel. Das Lied Alge von Knossi, das habe ich versucht hochzuladen, wurde gesperrt. Ich kann das nicht benutzen. Deswegen können wir nur Lieder benutzen, die von verschiedenen YouTubern aufgenommen sind und die nicht, die nicht von einem Label produziert sind, so irgendwie. Auf jeden Fall, Copyright-Musik geht nicht. Funktioniert nicht. Die Videos sind nicht gelb, sondern sogar rot und werden gar nicht gepostet. Es wird direkt gesperrt. Erstes Thema. Die zweite Sache, Autotests. Diese Autotests, die ich mache, machen mir übertrieben Spaß. Aber in letzter Zeit kommen immer mehr Ideen rein, was natürlich auch logisch ist, dass ich verschiedene Autos testen soll, die leider nicht in meiner finanziellen Möglichkeit liegen. Versteht ihr? Ich kann jetzt nicht dahergehen und ein RS6 testen oder ein M5. Das geht noch nicht hier mit diesem Dreckskanal. Dafür sind wir viel zu klein und kein Schwein juckt sich um uns. Also ich werde auch keine Kooperation bekommen oder so ein Scheiß, wenn ich überhaupt eine Kooperation bekomme, irgendwann mal mit diesem dreckigen Dreckskanal. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir einfach noch viel zu klein sind und die finanzielle Möglichkeit ist einfach nicht gegeben, um diese krassen Autos zu testen. Wenn es mir in Zukunft finanziell machbar ist, dann mache ich das, Bro. Dann gehe ich und miete mir Autos für 200, 300 Euro, aber es muss sich halt lohnen und zurzeit geht das nicht. So, das war der zweite Punkt. Jetzt kommen wir direkt zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist das Merch. Bro, voll viele Leute in den Kommentaren und auf Gram Insta bei mir fragen mich nach Merch. Wann kommt dein erster Merch? Wann droppst du mal endlich, du Kackfresser, Alter? Dropp doch mal endlich mal! Auch das ist finanziell abhängig und reichweitenabhängig. Wenn ich mehr Reichweite bekommen sollte in Zukunft und auch und sich das auch finanziell lohnen sollte, dann mache ich das, Bro. Ich bin der Letzte, der kein Merch rausbringt. Ich habe ja auch Bock, Geld zu verdienen und ich habe auch Bock, meine Sachen auf den Markt zu bringen. Ein paar Ideen habe ich schon in meinem Kopf, die ich so umsetzen könnte. Das zu dem Thema Merch. Dann geht's weiter. Ein paar fragen mich, warum ich immer dieselben Sachen trage. Graue Jogginghose, dieselben Schuhe, selbe Pulli, selbe Tanga, selbe BH. Bro, was ist das denn für eine Frage, Digga? Das hier ist ein Dreckskanal. Der dreckigste Kanal auf dieser ganzen Plattform, Bro. Und wie kann ich denn, Digga? Ich werde niemals im Leben, ich weiß, jetzt kommt der eine oder andere um die Ecke und sagt niemals nie, aber hier, Brief und After. Ich werde niemals irgendwelche Markensachen tragen, die teurer sind als 50 Euro, Bro. Oder 80 Euro. Mach ich nicht. Die ganzen Leute, die ganzen YouTuber, die ganzen Rapper, die ganzen Mapper, die tragen alle Givenchy, Gucci, Mucci, was gibt's noch, Bro? Off-White oder wie die ganze Scheiße heißt, Bro. Ich sag dir ganz ehrlich, oder ich sag euch ganz ehrlich, irgendwann mal werde ich mir das vielleicht leisten können, so ein 6000 Euro Pulli oder eine 70.000 Euro Hose. Aber ich habe Prinzipien und mein Prinzip ist es, Gottverdammt nochmal, nicht abzuheben. Und ich finde, wenn man sich 400 Rolex leistet und die ein oder andere AP und dazu noch ein Gucci Cap, das 700.000 Euro kostet, dann lebt man nicht mehr diesen Lifestyle, den man vorher gelebt hat. Man hebt meiner Meinung nach, und das ist nur meine Meinung, jedem das seine, man hebt meiner Meinung nach irgendwie ab. Und ich will hier mit euch zusammen an den Start gehen und mit euch zusammen die Videos, also nicht drehen, Bro, ihr seid ja nicht dabei, ihr seid ja, ihr seid schon dabei, aber nicht aktiv, sondern ihr guckt ja nur zu, ihr seid ja passive Drecks-Zuschauer. Ja, ich möchte so bleiben wie ihr, Bro. So, genauso wie ihr. Das war immer mein Traum, dass
wenn ich eine hohe Reichweite habe, dass ich jetzt nicht mir die teuersten Sachen kaufe. Ich bin auch jemand, der nicht so viel braucht im Leben. Ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Und natürlich will ich mehr. Ich habe halt andere Hobbys, Digga. Zum Beispiel würde ich mir eine goldene Mülltonne kaufen. Okay, das könnte man machen. Oder eine goldene Kloschüssel. Da kann man rein investieren. Aber dass ich mir jetzt hier irgendwelche teuren Klamotten hole, Digga, die einfach hier, einfach dieselbe Hose, wo hier einfach Mucci draufsteht, Alter. Mucci, Gucci, Digga. Wo leben wir hier? Da investiere ich das Geld lieber woanders. Zum Beispiel in neue Projekte, wie zum Beispiel Autos mieten oder so ein Scheiß. Auch wenn diese Klamotten übertrieben geil sind. Für mich sind das halt nur Klamotten. Wisst ihr, was ich meine? Das sind nur Klamotten, Bro. Aber man wird sehen, vielleicht laber ich jetzt heute dies und morgen das. Ich glaube aber nicht, ich habe meine Prinzipien. Man wird gucken. Okay, das war jetzt Punkt 4. Punkt 5 ist Telegram-Gruppe, genau. Ich besitze eine Telegram-Gruppe mit 130 Membern. Diese Gruppe hatte ursprünglich 600 Leute waren drin, glaube ich, oder 600 Leute hatte die Gruppe. Jetzt sind es nur noch 130, weil ich aussortiert habe. Das sind Leute, die mich seit Tag 1 supporten, seit Anbeginn dieses Kanals supporten die Leute mich. Und in dieser Telegram-Gruppe geht es darum, dass man ein paar Regeln befolgen muss, wie aktiv sein, kommentieren, liken, Videos schauen, in der Gruppe aktiv sein. Dafür wird man dann, wenn ich erfolgreicher bin, irgendwann mal, das weiß man ja nicht, vielleicht wird das ja passieren, alles kostenlos von mir erhalten. Das heißt, Schlüsselanhänger, Merch, Dirge, Merch, Clutch, alles, alles, Bro, alles kostenlos. Und da drinnen bleiben auch nur 130 Leute. Allerdings werde ich jetzt wieder aussortieren, weil ein paar inaktiv geworden sind. Und dann können neue rein. Dann können neue rein joinen in diese Drecksgruppe. Wie mache ich das jetzt aber? Folgendermaßen. Ich habe mir überlegt, jetzt noch eine Drecks-Gramm-Telegruppe aufzumachen, wo jeder rein kann. Einfach eine öffentliche Gruppe, wo jeder reinjoinen kann, der will. Und wer sich dort beweist, wer dort richtig brutal supportet und auch jedes Video kommentiert, jedes Video liked, jedes Video zu Ende schaut, kommt in diese Elite-VIP-Gruppe. Deswegen auch die ganzen Hashtag Elite-VIPs, falls sich das jemand gefragt hat. Das sind einfach meine Leute, die mich von Tag 1 supporten. Komm schon, schaffen wir das? Oh, wir haben es geschafft. Du hast es geschafft! Wo bin ich stehen geblieben? Genau, diese Telegram-Gruppe, Gramm-Telegruppe. Genau, ich mache jetzt eine neue auf. Da kann jeder rein. Und wenn ihr euch da beweist, dann kommt ihr in diese Elite-Gruppe rein. Und dort, wenn ihr euch dort beweist, dann bekommt ihr Merch und alles, alles, alles weitere, was ich alles so rausbringe, kostenlos, Digga. Und das werden genau 100 Leute sein. So, ich hoffe, das war verständlich mit meiner Dreckssprache hier, die ich an den Tag lege und mich überhaupt nicht artikulieren kann. Aber das macht ja diesen Dreckskanal aus! Yo, das war's. Das war's. Jetzt hauen wir noch einen Mülleimer weg, Digga. Jetzt hauen wir noch einen schmackigen Mülleimer. Fuck! So, babada boom. Yo. Boah, eine Runde pissen. So ein dickes Rohr habe ich ja noch nie gesehen. Oh mein Gott, hinter mir sind Leute. Junge, die gucken jetzt einfach wie ein Spast irgendwo hier mitten im Nirgendwo mit einer GoPro auf dem Kopf pisst. Das muss schwach, Alter. Digga, wie viel Pisse ist denn in meiner Blase, Junge? Mach jetzt hin. Okay, ich bedanke mich auf gar keinen Fall, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich klatsche jetzt hier kurz mal den Mülleimer weg und dann verpisse ich mich hier in meine Drecksvilla, Alter.